Hans, du bist jetzt unlängst 90 Jahre alt geworden und hattest mehrere Auftritte im Fernsehen, in der Öffentlichkeit, medial, in den Zeitungen. Warst du sehr präsent, was nicht ursächlich, sagen wir, mit deinem Jubiläum zusammenhängt, sondern möglicherweise mit der Tatsache, dass du, wie auch eine Boulevardzeitung auf der ersten Seite vermeldete, zum 90. verklagt er Deutschland. Das heißt also, größer ging es nicht. Hans Modere gegen die Bundesrepublik Deutschland. Erzähl mal, was der Ausgangspunkt war. Es war sicherlich zufällig, dass es zum 90. oder im Umfeld des 90. Geburtstags geschah. Er hatte ja eine lange Vorgeschichte. Vielleicht erzählst du die mal. Naja, die Vorgeschichte beginnt ja mit meiner Tätigkeit als Abgeordneter im Deutschen Bundestag. 1991 bin ich Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Es wird geprüft, welche Nähe ich zum Ministerium für Staatssicherheit habe. Und da ich davon ausgehe, dass es zwei deutsche Staaten gegeben hat und beide Staaten ihre Dienste hatten, wollte ich auch schon zu dem Zeitpunkt wissen, welches ist denn nun die Tätigkeit des anderen Geheimdienstes gewesen, zumal man nicht davon ausgehen kann, dass nur die DDR sich für die BRD oder für die NATO interessierte. Die NATO hat sich für den Warschauer Vertrag interessiert und genauso die Bundesrepublik für die DDR. So ergab sich schon in Verbindung mit all diesen Dingen die erste Fragestellung nach der Akte, und es wurde auch nie abgelehnt oder zurückgewiesen, dass es so etwas nicht gäbe. Es war zunächst immer die Erklärung, ich bekomme keine Einsicht, weil die Gesetzgebung der Bundesrepublik ihren Geheimdienst schützt. Und bei mir war die Umkehrfrage, wenn mit dem Beitritt der DDR der gesamte Vorgang des Geheimdienstes der DDR geöffnet ist, dann muss auch ein Anspruch bestehen, dass der andere Dienst genauso eine Offenlegung zu verfolgen hat, damit Geschichte, Schicksale von Menschen auch so begreifbar werden, wie die Geschichte abgelaufen ist. Du hattest seinerzeit Kontakt zum Staatssekretär, war der Staffenhagen, im Bundeskanzleramt, der, sagen wir, für die Geheimdienste zuständig war. Und der hat dir mitgeteilt: Ja, kein Problem, kommen Sie vorbei, gucken Sie sich's an. Nein, der hat mir mitgeteilt, dass diese Frage nicht alleine durch ihn entscheidbar ist, sondern er verwies das auch auf den Vorgang des Parlaments, sodass nicht er mir die Antworten gegeben hat, sondern die eigentlichen Antworten, es gibt keine Einsicht, sind mir gegeben worden von der Präsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Professor Süssmuth. Das ist für mich entscheidend. Das Parlament, das Geheimdienst zu kontrollieren hat, hat kein Recht, den eigenen Mitgliedern Auskünfte zu geben. Der Staffenhagen war für mich ein Beamter, aber Frau Süssmuth war für mich die Die Repräsentanz politische Ebene. des Parlaments und da der Ausdruck, wie viel Demokratie gibt es eigentlich für eine solche Überprüfung bzw. für Auskünfte. Zu diesem Zeitpunkt, also wir schreiben jetzt Anfang 90er Jahre, du bist Abgeordneter des Deutschen Bundestages, war vermutbar, aber nicht konkret absehbar, seit wann sich westdeutsche Dienste für dich interessiert haben. Nun muss man vielleicht vorausschicken, du bist 1949, sagen wir, aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft gekommen, warst dann FJ-Funktionär in Berlin, wurdest dann, sagen wir mal, erst Kandidat, dann Mitglied des Zentralkomitees, hast im Apparat in den 70er Jahren des Zentralkomitees gearbeitet und bist 1973 nach Dresden gegangen als erster Sekretär der SED-Bezirksleitung. Dort warst du bis 1989. Im Herbst 1989 bist du zum Ministerpräsidenten der Deutschen Demokratischen Republik berufen worden und warst Regierungschef bis März, April 1990. Das heißt also, ist ja die spannende Frage: Seit wann interessierte sich ein westdeutscher Nachrichtendienst für die Person Hans Modrow? Und wenn das bekannt ist, seit wann dieses Interesse bestand, was war der Anlass?
Und du hast ja, wenn ich das richtig verstanden habe, es gab dieses Gespräch mit der Frau Süßmuth, was wenig befriedigend war. Und dann zog sich das über die Jahre. Vielleicht sagst du noch mal was zu den 90er und Nuller Jahren, welche Bemühungen du sozusagen dort unternommen hast, dort weiterzukommen. Ich war ja in einer Situation dann, wo ich zunächst juristisch selber in der Bundesrepublik Deutschland verfolgt wurde, wegen angeblicher Anstiftung zum Wahlbetrug, den es nie gegeben hat. Aber bitteschön, das Gericht entschied und bei der ersten Runde war klar, ich bekomme eine Verwarnung. Und dann wurde aber, das entspricht also ganz offensichtlich dem Rechtsverständnis in der Bundesrepublik Deutschland, reicht das Urteil nicht aus, gibt es ja das nächsthöhere Gericht, das sorgt dafür, dass die Urteile schon ihren politischen Charakter und ihre Höhe bekommen. Ein Gleiches galt dann auch für einen Prozess, dass ich scheinbar eine nicht meineidliche, aber falsche Aussage getätigt hätte. Auch da ist eindeutig, dass es hier um einen, ich bleibe mal zurückhaltend, Gerichtsirrtum geht, ich würde deutlicher sagen, eigentlich um einen Prozess, der gegen Recht geführt worden ist, weil die absolute Untersuchung nach allen Seiten fehlte. Das waren ja dann immer Phasen, wo ich eine Einschränkung besaß. Das hielt mich aber nicht davon ab, immer wieder erneut und ständig nachzufragen, wo ist nun der Zusammenhang zu meinem Beobachtetsein zu den Akten. Ich konnte mir das ja anhand meines eigenen Lebenslaufes dann mehr und mehr ja selber zusammenbauen. Mhm. Denn die Eigenart meines politischen Weges besteht ja nun mal darin, dass ich viel häufiger als andere in der Politik der DDR, ja zwar erst sehr spät in die sogenannte Spitze gekommen bin, aber durch verschiedenste Umstände immer wieder in Zusammenhängen tätig war, die für die Bundesrepublik Deutschland dort sicher von Interesse waren. Dessen war ich mir bewusst. Das beginnt ab 1953. Ich bin ein Sekretär des Zentralrats der FDJ, wo noch Erich Honecker den Vorsitz der FDJ hat. Es gibt eine Phase in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, wo viel Auseinandersetzungen im Jugendverband ablaufen, aber zugleich bin ich ja für die Jugendarbeit in Ost- und West-Berlin verantwortlich. Ich will in West-Berlin ins Abgeordnetenhaus, weil ja der Vier-Mächte-Status dafür Möglichkeiten einräumt, Vorstellungen, die kein Mensch heute mehr sozusagen folgen kann, weil wer kann sich vorstellen, man ist in Ost-Berlin ein Abgeordneter und will auch ein Abgeordneter in West-Berlin werden. Aber die Besatzungsmachtsordnung war ebenso. Die Sozialdemokraten wichen dem aus und kandidierten nicht in Ost, sondern nur in West-Berlin. Aber wir wollten auch in West-Berlin kandidieren und nutzen beide Möglichkeiten. So könnte ich das fortsetzen. Es entstehen damit natürlich auch ständige Verbindungen zur illegalen und verbotenen FDJ in der Bundesrepublik Deutschland. Ob Jupp Angenfort oder wer auch immer in der Führung des Jugendverbandes in der BRD in der Illegalität war, es bestanden immer Kontakte. Und ich konnte ja nie davon ausgehen, das interessiert den westdeutschen Geheimdienst nicht. Ich war vielleicht naiv, aber ganz so naiv wiederum auch nicht. Und das setzte sich dann wieder fort in den Jahren, wo ich im Apparat des Zentralkomitees der SED tätig bin. Ich besuche als erste offizielle Delegation die DKP in der Bundesrepublik Deutschland, habe Begegnungen
in Düsseldorf mit der Führung der DKB, werde nie vergessen, wo der zweite Mann der Führung der DKB, Hermann Gauthier, beim ersten Beginn des Gesprächs sagt, und alle, die zuhören, können uns jetzt am Arsch lecken, jetzt reden wir offen miteinander. Es war sozusagen die Normalität für die DKB. Es wurde mitgehört und damit ist völlig klar, wir wissen, und wenn es ganz geheim wird, dann gehen wir auf die Straße und wissen, dass uns dann keiner mehr hören kann. Das alles waren ja Erlebnisse. Und die Hartnäckigkeit, nun genaueres zu erfahren, setzt dann ein nach der Tatsache, dass ja nun die Frage ansteht, wie gehen die Verfolgungen weiter. Mit einem Mal wird ja sichtbar, es laufen Prozesse, ich wende mich an Gorbatschow, er möge sich engagierter verhalten, wenn es darum geht, die Prozesse gegen Honecker und andere, auch gegen Egon Krenz, wirklich dem entgegenzutreten und klarzustellen, hier geht es eigentlich um Verstöße, auch gegen die Rechte der östlichen Siegermacht. Gorbatschow schreibt zwar Briefe, aber ist wenig aktiv. Das Gleiche beginnt, als der Abzug der russischen Truppen ist, sie waren ja dann schon nicht mehr die der sowjetischen Streitkräfte, 1993, 1994. Dort wende ich mich erneut an Snetkov, dem Armeegeneral, und auch an Kulikow, dem Chef des Warschauer Vertrages zur damaligen Zeit, in diesem Zeitraum, um die es dann geht. Er ist eher Abgeordneter in der Duma, ein Parlamentarier, aber er gilt als Armeegeneral, sogar als Marschall außer Dienst. Alles das waren immer Zusammenhänge, in denen ich bemüht war, das Recht auf unsere Seite zu ziehen. Ob Ihnen das nun so bewusst wurde oder nicht, das will ich heute nicht in Zweifel stellen. Ich hoffe, es war Ihnen bewusst, als ich dann meinen Brief an den Innenminister, Herrn Friedrich, schreibe 2013 und ihn auffordere, mir nun mal eine klare Auskunft zu geben, bekomme ich eine Antwort, ja, es gibt Akten zu Ihrer Person beim Bundesnachrichtendienst. Und das läuft dann wieder scheibenmäßig ab. Das Interessante ist ja, sag mal, in der Antwort von dem damaligen Bundesinnenminister, dass er mitteilt, dass deine Beobachtung bzw. die Beobachtung von Teilen der Linkspartei bereits 2012 beendet wurde. Daraus wurde ja ersichtlich, dass du, obwohl du 2012 überhaupt kein politisches Mandat mehr hattest, du warst zwar zwischenzeitlich im Bundestag, du hast auch eine Legislaturperiode im Europaparlament gesessen, dass während dieser Zeit bist du beobachtet worden, aber danach, obgleich ohne politisches Mandat, du warst Vorsitzender des Ältestenrates der Linkspartei, aber ansonsten war das ja sozusagen kein exekutives oder legislatives Organ, es war sozusagen ein Gremium neben der Parteiführung, dass man so lange dich auf dem Zettel hatte, erstens, und zweitens, weil ich sagte, so lange, es ist ja, sagen wir mal, aus den ersten Mitteilungen, die dann kam vom Bundesnachrichtendienst, ersichtlich, dass deine Beobachtung bereits in den frühen 50er Jahren einsetzte. Und das ist das, was mich nun besonders verwunderte. Du warst, mit Verlaub gesagt, in den frühen 50er Jahren ein kleiner FDJ-Funktionär. Woher wollte man wissen, was aus dir eines Tages werden würde? Das ist ja das eigentlich Spannende. Warum ausgerechnet du und oder du warst vielleicht nicht der Einzige, den man auf diese Art und Weise sozusagen dort beobachtete. Gewiss war ich nicht der Einzige, aber hier gibt es einen eindeutigen Zusammenhang, der erneut dafür spricht, wie die Bundesrepublik Recht gebrochen hat. Denn 1956 ist das erste Stück Papier, das mir zur Verfügung steht. Und da ist eindeutig sichtbar, das ist die Phase, wo wir als Jugendverband in der DDR, insbesondere wir auch in Berlin, Ost und West, eine sehr starke
sowohl ausstrahlende politische Kraft sind. Die tun alle so, als hätten wir keine Rolle gespielt. Man möge doch mal genauer in die 50er Jahre schauen, wie viele Mitglieder hatten denn die Falken in West-Berlin? Wie stark war die FDJ? Wir waren 3.500 Mitglieder. Wir hatten eine klare, eindeutige Struktur. Wir waren politisch präsent in West-Berlin. Bis zu allen möglichen Hafenfesten, die wir an der Havel gefeiert haben, und eine ganze Kapelle hat der Westberliner die Westberliner Polizei eingesperrt. Es war immer ein politisches Geschehen. Man tut heute so, als wäre das eine friedfertige Angelegenheit. Das ist aber die Zeit, wo die FDJ in Westberlin verboten ist, wo sie illegal tätig ist. Ich nehme an, Konferenzen der FDJ oder Tagungen des Büros Teil, das für die Westberliner FDJ zuständig ist, und zugleich auch natürlich, da es ja nun mal nicht die sozialistische DDR, sondern das kapitalistische Gebiet Deutschlands ist, auch dann, wenn illegal, die Freie Deutsche Jugend Westdeutschlands tagt. Das, denke ich, sind alles Momente, die genau heute sichtbar machen, wenn nicht Geschichte endlich offengelegt wird, in all ihren Zusammenhängen, wird niemand begreifen, wie die Wirkung des Kalten Krieges eigentlich zwischen den beiden deutschen Nachkriegsstaaten abgelaufen ist. Da war eine offene Grenze, da war nicht irgendetwas, am Tag war ich unterwegs in den Ostberliner Betrieben, bleiben wir bei dem Begriff, und am Abend bin ich nach Westberlin gefahren und habe in Westberlin Versammlungen mit meiner FDJ gemacht, bin zum Wahlkampf ab 1958 in Westberlin, bin also todsicher, das war meine Annahme, für die Westberliner Geheimdienste, tut sicher auch nicht nur für den der Bundesrepublik. Die haben doch zusammengearbeitet mit den Amerikanern, den Briten, den Franzosen. Was ist denn dort eigentlich alles heute in Archiven ausbreitbar, wenn man ein bisschen ehrlicher zur Geschichte umgehen will? Ich rede hier nicht von Wahrheiten. Die Wahrheiten bleiben immer sozusagen im Krieg das letzte Geheimnis. Und der Kalte Krieg war Krieg. Beziehungsweise die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. So ist das. Aber was für mich eigentlich, nachdem sozusagen die ersten Dokumente dort kamen, hast du ja auch immer deutlich gemacht, und das machst auch jetzt, habe ich das wieder so unterschwellig verstanden, es ging dir, oder es geht dir bei dem Erforschen dieser Dokumente nicht darum, sagen wir, deine private Neugier zu befrieden, sondern es geht dir darum, sagen wir mal, geschichtliche Prozesse, die heute sehr einseitig dargestellt werden, sagen wir, dort etwas zu objektivieren. Das heißt also, du willst sozusagen das Gesamtpanorama dort sichtbar machen, was man ja unter anderem bei deiner Beobachtung dort feststellen kann. Das eigentlich Interessante ist ja, du bist ja, bevor es diesen Bundesnachrichtendienst gab, 1956 gegründet, gab es ja eine Vorgängerorganisation, das war die Organisation Gehlen, benannt nach deren Chef. Dieser Gehlen, wir wissen es, war der Chef von Fremde Heere Ost, das war die Spionageorganisation der Nazis, die vor allen Dingen, sagen wir, gegen die Sowjetunion gearbeitet haben. Und der hat sich 1945 den Amerikanern angedient und baute dann diese Organisation Gehlen auf, die dann, wie gesagt, in den Bundesnachrichtendienst überging, deren erster Präsident er von 1956 bis 1968 war. Da gab es ja eine Kontinuität, wenn man das so sieht. Ne? Man hat also gegen den Osten gearbeitet, der heiße Krieg ging in den kalten über, es war dasselbe Personal. Nun fand ich ganz bemerkenswert, dass in einigen Dokumenten wurde sichtbar, dass du vom Bundesnachrichtendienst oder vielleicht bereits von der Organisation Gehlen als uneingeweihte Unterquelle geführt worden bist. Das heißt also, die haben dich in ihren Unterlagen quasi als ihren Spitzel geführt.
Als du das zur Kenntnis genommen hast, wie hast du da reagiert? Gut, das sind nun die Methoden, die Geheimdienste haben. Und mir war völlig bewusst, dem Moment, wo ich das gesehen habe, wie eigentlich in Stufen ein Geheimdienst arbeitet. Man hat doch nicht nur seine eigenen Agenten, sondern die eigenen Agenten haben ein Umfeld, in dem sie sich bewegen. Aus diesem Umfeld entstehen Unterhaltungen oder Informationen, die ganz offiziell einen Charakter bekommen. Ich sitze in der Zeit ab 1953, 54 auch im Büro der SED-Bezirksleitung. Wir sind verantwortlich für die gesamte SED-Parteiorganisation, Ost wie West. Da wird beraten, da wird diskutiert. Und damit ist völlig klar, ich werte so etwas aus und stelle dann aus all diesen Unterlagen fest, natürlich gab es Quellen, die wir nicht kannten, die mich heute auch viel weniger interessieren, wer die einzelnen Personen sind. Gewiss war aber der Strang, das war mir wichtig jetzt, welche Seite und welche Zusammenhänge interessieren. Da sind zwei große Problemfelder aus den 50er Jahren absolut überschaubar. Das eine Feld ist die Situation in der Freien Deutschen Jugend innerhalb der DDR und damit in Ost-Berlin. Ulbricht kritisiert 1955 mit dem Abgang Erich Honeckers ganz scharf die Führung der FDJ, zu der ich ja zu dem Zeitpunkt auch gehört habe. Wir würden mit einem FDJ aktiv arbeiten, aber keinen Einfluss unter der Jugend haben. Und mein Bemühen war dann, einen Einfluss unter der Jugend zu bekommen, viel breitere politische Arbeit zu machen. Wir machen ein Forum auf jede Frage, eine Antwort. Das läuft zwei Jahre, dann gefällt es wieder der Führung auch nicht, weil dann die Angst ist, man weicht auf. Der Marxismus wird nicht genügend verbreitet. Immer sind wir in solchen Phasen. Und dass das natürlich für die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem Geheimdienst und besonders mit den Methoden, die Gehlen anwendet, ein Feld ist, in dem man mehr Informationen haben möchte. Ich zweifle heute nicht daran, dass dieser Gehlen auch die Jusos und genauso die Falken untersucht hat. Und das ist das, was mich auch interessiert. Nicht nur die FDJ. Wer hat sich denn in dem anderen Zusammenhängen eingemischt? Ist denn das Ostbüro der SPD nur ein Büro gewesen, wo SPD-Führung wirkte? Oder ist in dem Ostbüro der SPD nicht der ganze Gehlenladen auch enthalten? Heute tun die Sozis so, als wären sie unbescholten. Nein, die sollen mal in ihre Geschichte auch genauer gucken, damit sie begreifen, wie ausgehöhlt man sie auch in den 50er Jahren versucht zu machen. Alles das gehört für mich zu dieser Geschichte. Und das ist auch der Teil der Frage, die du gestellt hast. Warum zieht sich das ewig hin? Naja, ist doch klar, der Antikommunismus war das, woraus Gehlen schöpfte. Das nannte sich nicht gleich Antikommunismus, das war gegen die Bolschewisten zunächst, dann war es gegen die Sowjets und es blieb in sich immer der Antikommunismus. Und diese antikommunistische Haltung, die sie hatten, begleitete mich und solange ich beobachtet worden bin. Wir sind also, als die DDR noch existierte, sind wir ja nicht von der ganz unbegründeten Annahme ausgegangen, dass also westdeutsche Geheimdienste gegen die DDR und ihr Personal arbeiten. Das wurde ja sozusagen im Westen im Wesentlichen mal als Propaganda abgetan. Nun ist sozusagen qua Bescheid des Bundesinnenministers und der dann nachfolgenden Dokumente, die dann scheibchenweise rausgerückt wurden, das bewiesen. Im Lichte dieser Erkenntnis stellt sich natürlich die Frage, warum mit dieser schonungslosen Offenheit, die die Innereien des DDR-Geheimdienstes sozusagen zur allgemeinen Rezeption freigegeben wurden, seit 1992 sind ja die Stasi-Unterlagen dort qua Gesetz und mit Behördengenehmigung und Unterstützung offen.
mit dem Wissen, was nun sozusagen die westdeutschen Dienste gemacht haben, die ja nun außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung liegen, wie würdest du eine These beurteilen, die sagt, naja, die haben ja die Ossis mit den Stasi-Akten abgespeist, damit zur Ruhe geben und weil keine weiteren Fragen stellen. Diese Frage drängt sich auf. Ja, sie drängt sich auf, aber zugleich liegt in der Frage nicht das Gesamtproblem. Aus meiner Sicht ist es überhaupt nicht geklärt, was an Akten wirklich da ist und wer welche Akten hat. Mir wird vorgeworfen, dass während meiner Regierungszeit und der große Streit um Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit ungeheuer viel Akten vernichtet worden seien. Da stelle ich mir die Frage, wie viele Kilometer sollen denn vernichtet worden sein, wenn zig Kilometer vorhanden sind. Wenn da nichts vorhanden wäre und wir hätten alles vernichtet, dann stelle ich mir die Frage, was haben 3.500 Beamte und Angestellte zu tun gehabt und jetzt sind es immer noch 1.500, wenn keine Akten da sind. Die zweite Frage, die ich mir aber stelle, da kommt dann mit einem Mal das Problem, wir einigen uns sogar mit dem runden Tisch, dass die Akten der Hauptabteilung Aufklärung vernichtet werden. Mit einem Mal, ein paar Jahre später, wir glauben, wir haben vernichtet, kommen Rosenholz-Akten. Wer glaubt denn, dass die Rosenholz-Akten alle zurückgekommen sind? Die Amerikaner werden selektiert haben, was für sie wichtig ist, um geheim zu halten, um nicht Pfade zu zeigen, mit denen sie gearbeitet haben, ist dort nicht alles zurückgekommen. Nimmt man den 15. Januar 1990, wo läuft mit einem Mal bei dem sogenannten Sturm auf das Ministerium für Staatssicherheit die Masse hin? Dort, wo die Mensa ist, da wo der Friseurladen ist und dort, wo die Abwehr ist. Und wer hat nun bei der Abwehr auch noch Akten rausgenommen, die eben nicht bei der Gauk-Behörde gelandet sind, sondern die auf die Seite gebracht worden sind, weil natürlich der Westen interessiert war, dass die Leute, die sie hatten, die ja die Abwehr zu beobachten hatte, dass die auch nicht alle rauskommen. Die Geschichte von MFS ist doch nur insoweit dargestellt, dass einerseits die Strukturen, die Apparate, die Befehlsstrukturen, die Geheimcodes und was weiß ich, die Berge an Akten vorhanden sind. Aber das ist es dann auch. Aber in Wirklichkeit, das, was heutzutage langsam interessanter wird, das ist nicht da. Und wenn ich mir ansehe, was zum Beispiel eine Historikerin, Frau Sorotti, die ja nun auch in den USA in Akten gucken wollte, die Problematik der Besatzungsmächte, auch den Osten betreffen, da ist man mal auch zu. Es wird so gearbeitet, dass immer nur das freigegeben wird, was der Politik dient und nicht, was der Wahrheitsfindung ein Stückchen weiterhilft. Und das ist das Problem, das mich beschäftigt. Deshalb wollte und will ich, dass man mehr Einblick in Akten bekommt, um Zusammenhänge und auch Fakten und Tatsachen, die beobachtet, die vorhanden sind, dass man die genauer in den Kalten Krieg und die Auseinandersetzung einordnen kann, was auch bis in das vereinte Deutschland geht. Denn was ist denn nun beim Bundestagsabgeordneten zu beobachten gewesen? Was war interessant im Europaparlament für den deutschen Geheimdienst? Das alles sind ja Fragestellungen, die im Raum stehen. Und das sind Dinge, wo ich die paar Jährchen meines Lebens noch nutzen will, um dort auch etwas mehr manchen auf die Schliche zu kommen, die gerne ihre Schliche zuhalten möchten. Die politische Dimension dieses Vorgangs ist ja, sag mal, von
von, ich sage mal, Teilen der Linksfraktion im Bundestag begriffen worden. Deshalb gab es ja, sagen wir mal, zwei kleine Anfragen. Die erste kleine Anfrage zielte sozusagen auf dein Schicksal bzw. die Ausspähung von DDR-Deutschen. Und in der Antwort der Bundesregierung wurde ja dann sichtbar, dass 71.500 DDR-Bürger nachweislich, sagen wir mal, dort observiert worden sind. Und die zweite kleine Anfrage nahm dann sozusagen auch das westdeutsche, wenn du so willst, die westdeutschen Opfer von Geheimdienstpraktiken und Repressalien dort ins Visier. Das heißt, die politische Dimension dieses Vorgangs ist inzwischen sozusagen öffentlich gemacht worden. Der zweite Punkt ist, du hast ja das auch juristisch weiterverfolgt, was dazu führte, dass am 28. Februar 2018 vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig dann diese Klage stattfand. Zum 90. verklagt er Deutschland, wo genau dieses erörtert worden ist. Die Tatsache an sich, dass die Fahndung überhaupt stattfand, spricht ja dafür, dass also auch in juristischen Kreisen, sagen wir, das inzwischen begriffen hat, dass da was ist. Würdest du das auch so interpretieren? Ja, vor allem auch in Verbindung mit der Tatsache, dass ja bei den Verhandlungen, die das Verwaltungsgericht geführt hat, der Vorsitzende des Gerichtes, Professor Kraft, zwei Bemerkungen gemacht hat, die für mich bedeutsam waren. Die erste oder drei Bemerkungen. Die erste bestand daran, der Kläger, wir hätten ablehnen können. Was ja stimmt. Wenn meine Klage keine rechtlichen Grundlagen besäße, hätte das Gericht sagen können, wir können ja nicht verhandeln, wenn keine Voraussetzungen sind. Eindeutig, die Voraussetzungen sind gegeben, dass zu prüfen ist, welche Unterlagen gibt es und zu prüfen ist, welche Unterlagen hat man mir zu übergeben, auch entsprechend der Rechtssituation der Bundesrepublik Deutschland. Zweitens, er erklärte deutlich, dass Sie auch ein neues Feld vor sich haben im Zusammenhang mit dieser Klage, dass viel parlamentarische Arbeit geleistet wurde. Und hier weiß Gregor Gysi sehr genau, dass wir beide Stunden gesessen, diskutiert haben, wie eine kleine Anfrage sowohl den Ost- wie auch den Westteil Deutschlands aussehen sollte, welche politischen Hintergründe stehen. Und ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich ständig mitberaten habe, wie diese kleine Anfrage, das ist nun mal externer parlamentarischer Verstand, der auch dazu gehört, wer 9 Jahre im Parlament gesessen hat, ob Europa oder Bundesrepublik, ich rede gar nicht von Jahrzehnten, in der Volkskammer der DDR, der kennt das Geschäft. Und das war auch ein Stückchen Kompetenz, die in diesen Fragen liegt, wofür das Gericht Respekt hatte. Und ein drittes, was er sagte, war auch, dass sie selber mit einem Mal als Verwaltungsgericht auch ein Stückchen Schule hatten. Mit einem Mal mussten sie lernen, Zusammenhänge, die sie bis dahin nicht kannten, begriffen sie. Und ich hoffe, dass das auch nicht die letzte Ansage ist, sondern dass dieser Vorgang weiterer Anfragen, weiterer Einsichtsforderungen entstehen, kann mir sehr gut vorstellen, wer zum Beispiel Fragen haben sollte. Was war dann 1972 bei der Olympiade in München? Wie war das mit den Geheimdiensten? Ist die Mannschaft der DDR nicht auch beobachtet worden in all den Zusammenhängen, den Ereignissen mit der Mannschaft Israels? Da sind doch Ereignisse abgelaufen, wo der westdeutsche Geheimdienst in Wirklichkeit versagt hat, weil er die falschen Blicke hatte. Hätte er seinen Dienst wirklich wahrgenommen, wären die Dinge nicht so abgelaufen, wie es geschehen ist. Die haben doch mehr nach links geguckt, auf die sowjetische Mannschaft, auf die DDR und auf die anderen sozialistischen Länder, als dass sie wirklich den Schutz für die Israelis gesichert haben. Das sind doch alles Fragestellungen, wo eigentlich der Chef der Mission
Fragen haben könnte, auch aus Seiten der DDR zu solchen Ereignissen. Und das ist das, was mich beschäftigt, oder? Wie wir uns jetzt vor Gericht geeinigt haben. Ich gehe 1972 nach Japan. Und für die ersten Gespräche über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der DDR und Japan. Die Hallstein-Doktrin hängt schon gerade so in der Luft. 1973 ist ja die Aufnahme der beiden deutschen Staaten am gleichen Tag in die Vereinten Nationen. Aber vorher läuft der diplomatische Krieg und danach hört er auch nicht auf. Immer wird beobachtet, was macht Modrow in Japan, auf welcher Ebene hat dieser, bleiben wir bei deinem Begriff, von vorher der kleine FDJler, was hat dieser kleine Abgeordnete der Volkskammer der DDR beim Ministerpräsidenten Japans Anfang der 80er Jahre für Gespräche zu führen? Anfang der 70er, wenn ich die korrigieren darf. Anfang der 70er. Das war... Zur Anbahnung der diplomatischen Beziehungen zwischen DDR und Japan. Ja, aber Anfang der 80er Jahre hatte ich als Abgeordneter ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Suzuki. Das war nun schon für die Bundesrepublik selbst 10 Jahre später nicht hinnehmbar. Das heißt, sie hörten nicht auf, sich ständig dafür zu interessieren, wie sie den diplomatischen Rahmen der DDR einengen und nicht ihn erweitern laufen lassen. Ich will nochmal auf dieses Verfahren in Leipzig zu sprechen kommen. Also es fand an einem denkwürdigen Datum statt, 28. Februar 85 Jahre zuvor brannte an diesem Tage der Reichstag in Berlin. Und an eben diesem Ort fand nun auch der Reichstagsbrandprozess statt. Und jetzt wurde sozusagen gegen Hans Modrow bzw. Hans Modrow gegen die Bundesrepublik Deutschland verhandelt. Die 5 Richter, die dort vorn saßen, ich hatte den Eindruck, dass denen sehr bewusst war, dass sie eigentlich Rechtsgeschichte schreiben. Weil ein solches Verfahren hat bis dato nicht stattgefunden und sie agierten auch sehr vorsichtig. Wahrscheinlich sozusagen auch aus Furcht, sozusagen nicht anschließend dafür kritisiert zu werden und das Urteil zu revidieren. Wobei es ist ja kein Urteil, es gibt ja sozusagen immer nur dann ein Entscheid. Aber, und sie haben es vermocht, das Verfahren doch in gewisser Weise zu entpolitisieren, dass man sozusagen sehr großen Wert, sage ich mal, auf rein technische Fragen dort reduziert hat, was ja auch normal und richtig ist. Da ging es ja nichts einzuwenden. Und sie haben dann auch die Gelegenheit genutzt, die 4 Vertreter des Bundesnachrichtendienstes gelegentlich dort vorzuführen. Also es war erkennbar, dass sie nicht unbedingt Freunde des Bundesnachrichtendienstes waren. Ich erinnere an diese Stelle, als gefragt wurde, nach dem Ableben eines ihrer Informanten. Und sie gaben oder räumten ein, dass ihnen nicht klar ist, wann er gestorben sei, und sie, obwohl sie sehr recherchiert hätten. Und auf die Frage des Vorsitzenden Richters, wie und wo sie denn recherchiert hätten, sagte dann der Befragte, ja, im Internet. Worauf sozusagen aus dem Publikum, was sehr zahlreich erschienen war, sagen wir, höhnisches Gelächter kam. Also der Bundesnachrichtendienst benutzt sozusagen das Internet, um zu recherchieren. Gleichwohl, das Verfahren ist auch, also die Verhandlung zog sich über 4,5 Stunden hin. Es gab dort zwischenzeitlich auch mal eine Mittagspause und da ist der Vorsitzende Richter an dich herangetreten. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was es da gegangen ist. Naja, es stand ja nun wirklich die Frage im Raum, ist der Vorgang am Ende nur ein Verwaltungsvorgang oder ist es ein hochpolitischer? Und zu deiner Frage, zunächst was den historischen Rahmen betrifft, mir war da schon bewusst, was in diesem Raum geschehen ist. Und da gibt es für mich auch, und das bewegt mich ja bei all den Fragen mit dazu, wir haben doch eine Situation, die auch auf parlamentarischem Gebiet, bleiben wir mal beim Deutschen Reichstag, eine völlig neue ist. Wir haben eine Situation, es ist ein Gebäude, das die Nazis anbrennen und das Gebäude brennt 33 ab und heute sitzt der Deutsche Bundestag dort. Aber in diesem Deutschen Bundestag sitzen zum ersten Mal
wirklich in einer Stärke wieder eine Nazi-Partei. Eine Partei mit all den Traditionen, die eigentlich in dem Haus von rechts kommen. Und das bewegt einen dann schon. Und in dieser Beziehung ist für mich das schon ein Vorgang, der ja auch mit dem Raum seinen politischen Charakter hat. Und ich stellte dem Vorsitzenden die Frage, wie es denn nun sei. Er habe ja zu Beginn gesagt, als mein Rechtsanwalt die Frage hatte, dass ich auch eine Erklärung abgeben möge. Aber er hat ja entschieden, wenn dann zum Schluss und nicht von Beginn an mit einem politischen Charakter hier zu verhandeln. Seine Antwort war zunächst für mich, insofern nicht ganz verblüffend, aber doch sehr einschränkend. Sie haben 5 Minuten Zeit, wenn Sie politisch werden, dann unterbreche ich Sie. Worauf ich dann auf einen Kompromiss mit ihm verhandelte und bat, gut, ich sage ein paar wenige Worte, aber gebe dann meine Erklärung zu Protokoll. Darauf ließ er sich ein und ich habe dann auch nur auf die Kompliziertheit, die Herausforderung, die in dem Vorgang liegt, verwiesen, dass die Verhandlungen zeigen, wir sind nicht an einem Punkt des Ende, sondern wir haben uns auf 3 besondere Abschnitte geeinigt. Diese Abschnitte werden jetzt einer gründlicheren Betrachtung zu unterziehen sein. Und ansonsten gebe ich meine Erklärung zu Protokoll. Und darum ist auch heute zu sagen, ich habe das Recht, mit meiner Erklärung als Teil des Vorgangs dieser Verhandlung auch in der Öffentlichkeit aufzutreten, was ich auch tue. Und das sind dann wohl gute 15 Minuten. Und ich denke, dass diese Erklärung auch sehr sichtbar den Anspruch macht, den ich mir selber stelle. Es geht um Geschichte, es geht um geschichtliche Zusammenhänge und es geht natürlich in dem Zusammenhang, mir persönlich auch, das will ich auch deutlich sagen, um ein Stück meiner eigenen Ehre. Denn ich stehe ja als ein Antifaschist, als jemand, der erst als junger Faschist in den Krieg noch mitgeht, der dann aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft über eine Antifa-Schule, wo er ein Jahr lang als Kursant und als Assistent war, dann wirklich als nicht nur Freund der Sowjetunion, sondern auch verbunden mit der Resistance in Frankreich, mit Widerstandskämpfern befreundet ist, die in Italien gekämpft haben, da ist ja ein anderes Leben entstanden. Und dem fühle ich mich verpflichtet und damit auch dem, der in diesem Saal angeklagt war, Dimitrov. Also von der Seite gehe ich schon davon aus, wir stehen an einem Punkt deutscher Geschichte, wo ein solcher Vorgang einen ganz anderen Rahmen bekommt, auch durch die Zusammensetzung im Deutschen Bundestag. Die politischen Auseinandersetzungen und Kämpfe, die sich in diesem Haus des Volkes abspielen müssen und abspielen werden, hoffe ich, dass auch eine Linke kräftiger und entschiedener in Erscheinung tritt, als es bisher geschehen ist. Und da will ich meinen Beitrag leisten. Du hast den Begriff, ich vermute mal absichtlich benutzt, du nanntest die AfD Nazi-Partei. Nun wissen wir, dass in diesem Deutschen Bundestag schon immer Nazis gesessen haben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es mal eine Phase gegeben hätte, wo es keine Nazis gab. Und wir wissen, dass in dem ersten Kabinett von Konrad Adenauer mehr ehemalige NSDAP-Mitglieder angehörten als im ersten Kabinett Adolf Hitlers. Das ist aber sozusagen die Geschichte. Reden wir mal über die AfD, die nun im Bundestag dort Oppositionsführer ist. Übrigens, diesen Platz hatte in der vergangenen Legislatur die Linkspartei. Die war die größte Oppositionspartei. Dieser Platz ist inzwischen sozusagen von der AfD besetzt worden. Was macht für dich diese AfD im Deutschen Bundestag so gefährlich?
Es gibt zwei Momente, die für mich, oder drei, diese Gefährlichkeit vor allem ausmachen und charakterisieren. Zunächst haben wir eine Stimmungsentwicklung, die bei der Deutschen Bundestagswahl am 24. September 2017 sichtbar wurde. Wenn mit einem Mal eine Situation entsteht, dass die beiden großen Parteien, die sich ja Volksparteien nennen, die nun schon 4 Jahre in einer großen Koalition gearbeitet hatten, mit einem Mal vor der Situation der größten Niederlagen stehen, die sie bei Wahlkämpfen überhaupt haben hinnehmen müssen. Da ist mit mal eine Verschiebung in der politischen Stimmung und in der politischen Kraft des Landes. Dann kommt mit mal eine Situation, wo 4 Parteien Opposition sind, was es vorher in der Geschichte der Bundesrepublik auch nicht gegeben hat. Mit einmal sind die Gelben, die Liberalen wieder in einer Stärke da, die Grünen, die alles andere als linke Kraft in Erscheinung treten, die Linke, die ihre Führungsrolle als Opposition kaum spürbar ausgeführt hat, und dann kommt mit 12% diese absolut rechte Partei mit all dem Charakter, das ist mehr als rechter Populismus, das ist Kampf um Macht. Das ist Kampf um Einfluss. Und das ist mit einem Mal das Bild. Dann kommt heraus, man will eine Regierung gründen, Jamaika, und herauskommt, ja, man jammert und nicht, man macht Jamaika. Man jammert sich selber die Taschen voll und ist nicht in der Lage, eine Regierung zu bilden. Dann klingt es mit mal, als wäre die nationale Verantwortung im Raum. Wer nimmt denn nun wirklich Verantwortung wahr, wenn ich diese große Koalition mir anschaue? Wir haben eine Lage, wo es ganz eindeutig eine Regierung gibt, die auch hätte eine Minderheitsregierung sein können. Aber das wollte die CDU-CSU nicht annehmen, weil sie sich dort unsicher fühlte für politische Aspekte, die sie vertritt. Das Bild dieser Struktur von sogenannter Demokratie wird immer verschwommener, wird immer diffuser. Und das ist die Machtstruktur, mit der wir es heute im Deutschen Bundestag zu tun haben. Und unter diesen Bedingungen einer wirklich immer weniger politischen Berechenbarkeit des Landes kommt eine solche Stärke dieser AfD zustande, wo man, kennt man sich einigermaßen, auch in den sogenannten demokratischen Strukturen der Bundesrepublik Deutschland aus, dann hat man mit einmal folgendes Bild. Jeder dieser Bundestagsabgeordneten, egal welcher Partei er angehört, hat seine runden 10.000 Euro im Monat, die er Diäten kriegt. Der kriegt knappe 5.000 Euro für seinen Aufwand. Der kriegt über 20.000 Euro, um Personal zu bestellen. Das heißt, es baut sich eine Höhe auf, wo über wenigen Monaten dieser AfD in jedem Kreis der Bundesrepublik Deutschland eine Parteienstruktur baut. Das ist eine Partei, die knappe 30.000 Mitglieder hat, die aber Strukturen politischer Art im ganzen Land besitzt. Die CDU ist eine Partei mit 450.000. Die Sozialdemokraten haben auch noch 450.000 Mitglieder, aber sie haben als Prozente, naja, die einen haben nicht mal mehr die 30 erreicht, die anderen hängen sozusagen unter 20. Wir haben doch eine Lage, die eine politische Instabilität immer deutlicher erkennen lässt, und da gehe ich davon aus, liegt die Gefährlichkeit, die in diesem Parlament mit vorhanden ist und deren Wirkungen und Auswirkungen erst im Ansatz erkennbar sind. Wenn ich dich richtig verstanden habe, kritisierst du die Tatsache, dass eigentlich Politik
als Gewerbe, als Mittel zum Gelderwerb, weniger ein politischer Job, sondern ein Beruf ist, sagen wir, sein Dasein dort zu sichern. Dadurch werden die wahrscheinlich auch die Parteien und deren Mitglieder oder Mandatsträger auswechselbar, weil die im Prinzip sozusagen von dem gleichen Motiv betrieben sind. Ich muss ein Mandat bekommen, um sozusagen dort existieren zu können. Alles andere politische Inhalte sind sekundär. Oder würdest du nicht so weit gehen wollen? Ich gehe so weit. Es ist eindeutig, dass sich zeigt in dieser Bundesrepublik Deutschland stärker als nach meinem Kenntnisstand in anderen nationalen Parlamenten Europas, der EU. Und darüber hinaus, dass hier auch die Demokratie, die Machtstrukturen zum Markt geworden sind. Das alles ist ein Markt, der da abläuft. Und wer nicht mit auf diesem Markt ist, der hat sozusagen keine Kraft. Der hat auch den Marktgesetzen unterworfen. Der ist klar. Absolut läuft das über den Markt, der dort jetzt auch die Politik in einer Art und Weise durchfiltert und erfasst hat, wie das in der Demokratiegeschichte, nennen wir es ruhig so, der Bundesrepublik Deutschland noch nie der Fall gewesen ist. Es korrespondiert ja auch mit der Tatsache, dass offensichtlich für ein politisches Mandat nicht unbedingt eine Qualifikation erforderlich ist. Also wenn man gewählt ist, dann wird man gewählt. Und wir beobachten ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass manche Leute aus der Tatsache, dass sie ein Mandat haben, was bedeutend ist, sozusagen dann auch für sich selber Bedeutung ableiten. Was ja ein seltener Fall ist. Das heißt, oder uns anders formuliert, wir haben ein, wenn ich die politische Qualität unseres heutigen Parlaments sehe, scheint es mir sozusagen weit hinter die Qualität der Parlamente der Bundesrepublik Deutschland zurückzufallen, die mal in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren existierte. Also sagen wir mal, es finden sozusagen kaum noch intellektuelle Debatten in diesem Parlament dort statt. Und jetzt durch den Eintritt der AfD in diesen Bundestag reduziert sich offensichtlich sozusagen nur noch auf Pöbeleien. Würdest du sozusagen also auch die, wenn ich von der parlamentarischen Kultur rede, würdest du sagen wir, von einem gewissen Niedergang sprechen wollen? Ich spreche vom Niedergang, ich habe aber dabei noch ein weiteres Problem im Auge. Als ich 1990 begann ja gleich nach dem Beitritt der DDR, dass ich Abgeordneter im Bundestag wurde und in Bonn mit den Kraftfahrern des Bundestages zum Flugplatz fuhr. Da gab es ja auch Unterhaltung und dann sagt der Kraftfahrer einem ganz eindeutig und klar, aber Herr Modrow, alle Illusionen müssen hier verschwinden. Die Kanalarbeiter von den Sozis gibt es nicht mehr, da steige ich keiner mehr in mein Auto. Das sind alle Beamte, Juristen und dergleichen mehr. Die soziale Struktur des Parlaments war in der DDR, man kann uns den Vorwurf machen, vielleicht geschuldet unserer Absicht gewissermaßen eine Wiedergabe des gesamten sozialen Feldes aller Bürgerinnen und Bürger des Landes zu haben. Denn da war der Held der Arbeit, da war die Leistungssportlerin Heike Drechsler und wer alles dem Parlament angehörte. Ja, im Deutschen Bundestag, wo ist denn nun der Kanalarbeiter, davon rede ich ja gar nicht mehr. Aber wo sind wirklich Leute, die im Stahlwerk vor Ort arbeiten? Denn es gibt nicht nur die Prekären, es gibt auch noch hochqualifizierte Facharbeiter, die in der Industrie wirklich tätig sind. Die haben dort keinen Platz, die werden nicht gewählt, die kommen auf keine Parteilisten. Das ist doch das Problem, das sich in diesem abgehobenen Parlament widerspiegelt. Ich habe ja schon in Bonn immer erlebt, man lässt sich mit dem Wagen der Fahrbereitschaft holen und fahren. Ich kenne in Bonn die Wege und die Straßen und wusste, wo ich hin
am Rhein lang zu laufen habe, um zu Beratungen im Ausschuss zu kommen. Wenn man mal heute hier die Abgeordneten im Deutschen Bundestag, dann nehme ich meine Partei gar nicht raus. Die paar, die noch mit dem Fahrrad fahren und unterwegs sind. In der U-Bahn trifft man keinen. Das alles ist doch eine Abgehobenheit. Und so viel Soziologe bin ich nun mal immer noch mit meiner beruflichen Ausbildung. Wenn die Sozialisation mit den breiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr stimmt, dann kommt die abgewogen. Die Distanz, der Abstand und vor allem der Glaube, und das ist das Schlimme, was sich bei allem mit vollzieht, diese Abgehobenheit. Ich bin der Weise, der Kluge. In Wirklichkeit sollte man sich auf den, ich will ruhig das Wort nehmen, auf den Arsch setzen, gründlicher lernen, sich ständig weiter mit Kompetenz zu rüsten, um eine Arbeit zu leisten, was wir erleben. Die Lobby beherrscht mehr das Parlament als der Abgeordnete selber mit seinem Können, mit seinem Wissen. Was ich erlebe, ist, Mittelmaß ist Maß der Dinge. Und das sind alles Dinge, die natürlich heute ihre Widerspiegelung haben. Und da habe ich den Eindruck, wenn es um Mittelmaß geht, die AfD hat auch nicht gerade prekäre Leute, aber sie haben sehr Qualifizierte, die in ihren Reihen so hocken und Politik betreiben sollen. Also der Soziologe Karl Marx hat in diesem prägnanten Satz gekleidet, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wenn man also sozusagen in dieser Blase oder unter dieser Glocke lebt, dann hat man das Gefühl, dass sozusagen alle, so wie man die Welt sieht, das auch sehen müssen. Und das ist schon sozusagen makaber, wenn dann also Mandatsträger, sogar Minister dann erklären, dass wenn man Hartz IV bezöge, nicht arm sei. Dieser Mensch ist nie in einer Situation gewesen, um von Hartz IV leben zu müssen, meint aber sozusagen darüber urteilen zu können, wie das ist, wenn man Hartz IV dort Bezieher ist. Ich will aber nochmal, also sozusagen diese Wahrnehmung der Wirklichkeit und die Verarbeitung der Wirklichkeit ist in der Tat, sagen wir, eine zentrale Frage. Eine andere Frage, darauf hast du hingewiesen, wie sozusagen Abgeordnete überhaupt auf die Listen kommen. Es sind ja in dieser Parteiendemokratie, in der wir heute leben, entscheidet ja nicht der Souverän darüber, wer dort auf eine Wahlliste kommt und wo man dann sein Kreuz machen kann, sondern das machen ja die Parteien und die Parteihäuptlinge in irgendwelchen Hinterzimmern. Es findet zwar sozusagen dann Wahlparteitage statt, wo dort die Nominierungen erfolgen, aber da werden ja sozusagen vorher schon die Strippen gezogen. Im Unterschied zur DDR, über die man höhnte, dass Wahlen ja nicht frei, geheim und demokratisch wären, weil man ja sozusagen nur die Möglichkeit hätte, einen Zettel zu falten und ihn in die Urne zu werfen, da fand ja sozusagen dieser Auswahlprozess ja eigentlich vorher statt. Also sagen wir, die Kandidaten oder die Bewerber für diese Liste mussten sich ja sozusagen vorher auf Wählerversammlung stellen. Also da war sozusagen die durchaus, sagen wir, eine Mitsprache vorhanden, und da sind ja auch Leute sozusagen dann nachher nicht mehr nominiert worden. Ich will aber auf anderes hinaus. Du sagst, es regiert das Mittelmaß und die Wahrnehmung der Wirklichkeit ist eine sehr eingeschränkte, weil man natürlich sozusagen zu einem bestimmten Kreis dort gehört. Auf diese Art und Weise hat ja unter anderem auch diese Partei, die Linkspartei, die ja, wie wir wissen, aus einem Zusammenschluss von zwei Parteien, einer westdeutschen, dominierten WASG und der Nachfolgepartei der SED, die PDS, zusammengekommen sind. Die PDS war in den 90er und in den 0er Jahren dadurch stark, dass sie es von den Ostdeutschen als ihr Sprachrohr, als ihre Vertretung in diesem westdeutsch dominierten Parlament wahrgenommen wurde und auch ostdeutsche Interessen vertraten. In dem Moment, als diese Linkspartei 2007 auf den Plan trat und als gesamtdeutsche Partei agierte, fielen natürlich sozusagen die ostdeutschen Interessen in gewisser Weise hinten runter. Man agierte gesamtdeutsch. Würdest du dieser These folgen wollen,
hältst du das sozusagen für einen strategischen Fehler, den man seinerzeit begangen hat? Wie würdest du das interpretieren? Weil der Verlust der Linkspartei bzw. der ausbleibende Zuwachs im Osten bzw. Im Westen gab es ja Zuwächse, die Verluste im Osten kompensierte. Aber Tatsache ist doch, dass offensichtlich, sag mal, viele Ostdeutsche jetzt als Alternative zur Linkspartei AfD gewählt haben. Gut, das sind zwei Komplexe. Dem ersten möchte ich noch einen Gedanken hinzufügen. Wir reden, das hat mir Herr Kohl auch als Abgeordneter im Deutschen Bundestag versucht, bewusst zu machen, als es um den Maastrichter Vertrag ging und Kohl die Behauptung aufstellte, der Maastrichter Vertrag ist für die Entscheidung im Deutschen Bundestag nach der Entscheidung über das Grundgesetz die wichtigste Entscheidung, die zu treffen sei, wo auch ein ganzes Stück Wahrheit dran ist. Es wäre aber eine viel wichtigere Entscheidung zu fällen gewesen, nämlich den Paragraphen 146 auszufüllen und eine Volksbefragung für eine neue Verfassung der Bundesrepublik oder für die erste Verfassung überhaupt. Denn das Grundgesetz spricht für sich selber ja auch davon, dass es keine Verfassung sei. Wir haben hier einen ganzen Vorgang. Und dort gehört aus meiner Sicht noch ein zweites dazu. Kohl sprach von der parlamentarischen Parteiendemokratie. Und ich halte dieses Konstrukt für überholt. Es ist an der Zeit, dass es eine Struktur für Wahlen gibt, wo zumindest Gewerkschaften auch Abgeordnete aufstellen und fürs Parlament kandidieren. Es ist höchste Zeit, auf diesem Gebiet zu prüfen, ist das nur das Recht von Parteien oder ist es auch ein Recht breiter Strukturen, organisierter Strukturen, nicht der Zufälligkeit der Feuerwehr, aber doch, dass eine Gewerkschaft mit ihrer Stärke, mit ihrer Interessenswahrnehmung von Millionen ihrer Mitglieder auch ins Parlament gewählt werden kann. Das sind schon Fragen, die anstehen. Und das ist dann auch eine Problematik, die diese Frage Ost- und Westdeutschland betrifft. Zunächst gibt es für mich ein Grundproblem bei der ganzen Sache. Wie auch immer streitbar darüber zu diskutieren ist, die Vereinigung der beiden deutschen Staaten ist gemäß Artikel 23 abgelaufen und damit ein Beitritt erfolgt. Herausgekommen ist also nicht, dass eine gleiche Höhe da war. Zwei souveräne Staaten entscheiden sich, sich zu vereinen, eine neue Verfassung entsteht und dann ist die Basis für die weitere Entwicklung. Nein, wir leben bis heute, praktisch drei Jahrzehnte danach, immer noch in einer Zweiheit im Land. Und diese Zweiheit im Land ist ja ein Problem, in dem viel mehr enthalten ist, als heute wahrgenommen wird. In der Bundesrepublik Deutschland kommt, wie man es so schön benennt, eine sogenannte europäische Normalität. Wir sprachen darüber mit der AfD jetzt schrittweise, aber in der Gesellschaft immer stärker zur Wirkung. Was sich in Polen mit der PiS schon lange vollzogen hat, was in Ungarn mit der Regierung ein vollzogener Vorgang ist. Die Geschichte, die nun mal mit dem geteilten Europa, mit NATO und Warschauer Vertrag, mal ob es nun gefällt oder nicht gefällt, realen Sozialismus und kapitalistische Staaten, alles das kriegt jetzt eine derartige Zuspitzung, einen Zulauf, in dem ungeheure Gefahren stecken. Und das gilt nun auch für die Bundesrepublik Deutschland. Mein Freund Egon Bahr hat es einmal so rumgefasst, indem er sagte, man beginnt
darüber nachzudenken, dass die Aktenberge das Schicksal und die Bestimmung von Geschichte sind und nicht mehr die Berge der Toten, die Konzentrationslager der Faschisten. Genau in diesem Schwebezustand bewegen sich jetzt viele dieser Fragen. Und damit ergeben sich auch Situationen, die eigentlich in den gesellschaftlichen, analytischen Betrachtungen einen derart geringen Stellenwert behalten, der für die weitere Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland in sich Gefahren birgt. Und damit zur linken Partei. Die linke Partei hat natürlich heute eine Situation, an dem kommt man nicht vorbei, erstmal als Realität. Sie hat um die 60.000 Mitglieder und inzwischen ist eine Tatsache, dass davon gerade knapp über 50% noch ostdeutsche Parteimitglieder sind. Der andere Teil sind Mitglieder in der alten Bundesrepublik. Und dazu kommt die Tatsache, als der Beitritt erfolgte, waren im Osten Deutschland 16,3 Millionen Einwohner, jetzt sind es 14,5 knapp. Das heißt, es hat sich eine Verschiebung immer über alle Jahre weiter vollzogen. Und damit ist auch der soziale Widerstand, der eigentlich im Osten von den Gewerkschaften zu Beginn noch mitgetragen wurde, immer mehr verschwunden. Denn diejenigen, die sehr produktive Ausbildungen und Plätze in den Betrieben hatten, die sind ja in der alten Bundesrepublik. Und wer nicht direkt dorthin gezogen ist, da sind noch ein paar Hunderttausend, man geht von 500.000 aus, die als Pendler hin und her reisen. Wir haben eine derartige Situation, wo ganz sichtbar wird, dass sich die sozialen Strukturen im Lande weit verschieben. Wir haben eine Situation, wo die Geschichtsbilder immer weiter nach hinten rücken, die eigentlich die Herausforderung darstellen. Und das Wort, von dem ja nun aktuell die Rede ist, Deutschland muss wieder Verantwortung übernehmen, ist einfach eine Begrifflichkeit, die nicht klar und eindeutig definiert ist. Welche Verantwortung ist es, die am Hindukusch, wo nach 14 Jahren immer noch deutsche Soldaten stehen, und welche Verantwortung, wessen Interessen sollen sie dort wahrnehmen? Wer muss in Mali sozusagen kriegsbereit sein als Bundeswehr in einem Gebiet, wo die Franzosen den alten Anspruch auf Kolonialgeist noch immer für sich in Anspruch nehmen? Alles das sind nach meiner Überzeugung Fragestellungen, die jetzt heranreifen. Und wenn sie politisch weiter so manipulierbar bleiben, wie es gegenwärtig geschieht, dann stecken in all den Dingen die Gefahren. Denn hinter Verantwortung übernehmen heißt im Moment, die wirtschaftliche Stärke muss bewahrt werden und weiter stärken. Da schreien die USA mit Trump, aber die Zölle müssen wir ändern. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass ihr nicht die Gewinner seid. Und die zweite Frage der Verantwortung ist eben, militärische Führerschaft mit zu übernehmen, die ja nun auch in der Größe im Moment werden für die Rüstung und das Militär 36 Milliarden ausgegeben. In knapp 3 Jahren sollen 72 Milliarden sein. Überall wird sichtbar, dass sich eine derartige Militarisierung in der Gesellschaft aufbaut, der industrielle, militärische Komplex an allen Stellen auf Profite aus ist und eine Welt sich aufbaut. Ich will sie nicht schwärzer malen, als sie gewissermaßen ist, aber
wer diese Gefahren einfach auf die Seite drängt und nicht im Zentrum begreift, wohin Entwicklungen laufen, der wird neue Feindbilder brauchen. Und das ist ja im Moment spürbar. Die Russen müssen die Feinde sein. Und wer kein Feind hat, braucht keine Soldaten. Aber wer ein Feind hat, muss Soldaten haben. Soldaten brauchen ein Motiv, denn sie sollen ja gegen den Feind kämpfen. Sie sollen ja nicht mit Freunden sich vereinen. Und das alles sind Dinge, vor denen deutsche Politik, auch das Parlament, die Bundesrepublik Deutschland stehen wird. Und wohin sich diese Dinge entwickeln, das ist schwer zu sagen. Gehe ich aus dem Ausgangspunkt zurück unseres Gespräches, dann möchte ich eben, dass der Anfang nicht vergessen wird. Das Jahr 49, der Beginn der Gründung von zwei Staaten, die Gegensätze, die sich aufgebaut haben, Entwicklungen über Jahrzehnte, in denen Chancen, in denen aber auch die Gefährlichkeiten stecken. Es heißt, dass die lebendige Erinnerung eines Volkes gerade mal so 80 Jahre zurückreicht, also weil die Leute nicht älter werden. Bei dir sind es nur inzwischen 90 Jahre und das ist schon bemerkenswert. Du hast also die Weimarer Republik, zumindest sagen wir mal, in ihrem Ausklang noch erlebt, das Nazireich, du hast den Krieg erlebt, du warst 40 Jahre lang Bürger der Deutschen Demokratischen Republik oder 41 Jahre, um präzise zu sein, bis jetzt Bundesbürger. Die Zeiten waren nie einfach. Wenn du aber jetzt sozusagen in der Rückschau diese 90 Jahre mal nimmst, was waren für dich die interessanteste und anregendste, bitteschön, beste Zeit deines Lebens? Ich will nicht mit der besten Zeit beginnen, sondern ich bleibe zunächst bei dem Wort des Angeregten. Warum habe ich die Weimarer Republik dann nach 1949 mit einem ganz anderen Blick betrachtet? Weil, und das ist die Gegenwart von heute, dort ein Stückchen eben das Schicksal meiner Familie drin steckt. Mein Vater erzieht mich zum Seemann. Ich will einen Beruf ergreifen, der des Seemanns ist. Ich will auf Schiffen fahren, nicht auf Kriegsschiffen. Ich will die Welt sehen und will, wie mein älterer Bruder, dem das Schicksal dann auch so hold war, der die Welt aber auch selbst im Krieg mit Schiffen in Oslo gesehen hat. Und dann erlebe ich, dass mein Vater 1932 Mitglied der NSDAP geworden ist, weil er nicht mehr Seemann sein konnte in der Weimarer Republik, sondern Bäcker lernte, eine Bäckerei in dem Dorf hat, in dem ich gelebt habe. Diese Kleinbürger, die dann den Nazis folgen, die findet man heute in der AfD. Die AfD ist doch weit in der Mitte dieser Gesellschaft. Das muss nicht der Bäckermeister, aber der Apotheker ist dabei, da ist der Rechtsanwalt dabei, wer alles in diesen Strukturen sich mit einem Mal findet. Er wollte ja auch nicht sozusagen der Arbeitslose sein. Er wollte in den 30er Jahren in dem Dorf geachtet bleiben, trotzdem er eigentlich in den Hydrierwerken in Pölitz gearbeitet hat, wo der Krieg begann. Er hat in der Weltwirtschaftskrise den Bäckerladen verloren und hoffte mit Hilfe der Nazis sozusagen wieder seinen Bäckerladen zu bekommen. Das war seine Vorstellung. Ja, ja. Er wurde Mitglied der Nazi-Partei in der Hoffnung, die werden dir deine Bäckerei zurückgeben. Und die Bäckerei kam nicht. Und dann saß er sozusagen nicht als ein aktiver Nazi, weil ja seine Enttäuschung war ja nun mit dieser Entwicklung da. Und dieses Erkennen und Begreifen ist auch ein Teil für mich gewesen, nach 1949, als ich aus der Gefangenschaft kam, dieses Deutschland Ost und West kritischer zu sehen und dahin zu schauen, was entwickelt sich, was tut sich hier.
zurück zu den glücklicheren Jahren. Und die sind nun mal, wie bei, denke ich, normal zunächst mit den Jahren verbunden, wo man sich verliebt. Und das war eben die DDR. Meine erste Begegnung mit meiner Frau. Sie ist Jugendfunktionär in Thüringen, ich bin Jugendfunktionär im Lande Brandenburg und wir lernen uns kennen in Schweden im Zeltlager der kommunistischen Jugend Skandinaviens. Das ist 1950. Wir fahren zusammen in den Urlaub nach Bulgarien und erleben dort 4 Wochen unter Bedingungen, die unvorstellbar waren. Wie kann man sozusagen ohne Sorgen einen Urlaub verbringen, den ich noch nie gekannt habe? Naja, und dann kommen die Kinder, dann kommt die Familie und es sind Bedingungen da. Meine Frau kann sich bilden, ich kann mich weiterbilden und wir sind sozusagen unter Voraussetzungen, die eigentlich doch ein Stückchen Glück fürs Leben darstellen. Nun könnte ich vieles andere sagen, was dann zum beruflichen Leben gehört. Auch da gibt es natürlich Ereignisse. Wenn man, bleiben wir mal bei den Möglichkeiten, die nun mit meinem Tätigsein in der Volkskammer der DDR Bezug auf Japan verbunden sind. Es ist natürlich ein Erleben, wenn man in einer Zeit, wo wir die Welt so einteilen, die USA sind die stärksten, dann kommt die Sowjetunion, aber erhöhen die kapitalistische Welt. Gleich hinter den USA steht Japan, und da kommt die Europäische Gemeinschaft und ich bin ab 1972 6-mal in Japan, führe Gespräche, führe Verhandlungen. Und 1988 muss Erich Honecker angefragt werden, ob er zustimmt, dass ich einen Orden, den mir der Kaiser von Japan verleihen will, für mein Engagement der kulturellen, politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Freundschaftsbeziehung zwischen der DDR und Japan verleihen will. Das ist doch eine Freude fürs Leben und mit den vielen Erlebnissen, die ich in Japan gehabt habe, vom Stahlwerk, wo ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass einer mit uns auf die Bühne, wo das Stahlwerk ja nun seinen eigentlichen Schlüssel hat, mit weißen Handschuhen läuft und uns zeigt, wie sauber ein solches Unternehmen sein kann. Wo ich mein Eisenhüttenwerk, wo ich Brandenburg kenne und weiß, wie viel Schmutz da noch ist und wie viel Fortschritt ich in Japan erleben kann. Wo ich in einem Betrieb mit Mikroelektronik bin, und gerade in Dresden bei Robotron erlebe, wie wir in der rechten Technik vorankommen. Immer mit der Hoffnung, was die Japaner können. Wir gucken hin, das werden wir auch können. Das heißt, man hat doch ein Erleben mit sich. Und ich will auch kein Hehl daraus machen, dass natürlich meine Begegnungen mit Lateinamerika mich auch geprägt haben. Ob in der DDR-Zeit schon mit Kuba und mit Peru 1978, mit den Kämpfen in den Bergen der Guerillas und vorher die Konsultation auf Kuba, damit ich Lateinamerika begreife, wenn ich nach Peru reise. Immer ein Leben mit Hoffnung und Gegensätzen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich auch ein Begreifen von Menschsein, von Gegensätzen und am Ende auch ein Leben, was ich als ein erfülltes betrachte. Ich muss trotzdem noch eine Frage stellen. 1988 bekamst du einen Orden vom japanischen Kaiser und es wurde vorher bei Honecker angefragt, ob es genehm sei, dass du diesen Orden kriegst. 30 Jahre später zu deinem 90. hast du einen Orden von Putin gekriegt. Du musstest der nicht nachfragen, ob der die Orden sozusagen genehm sei und der, ob er dir auch verliehen werden dürfe. Du hast ihn einfach gekriegt. Ein Orden der Freundschaft wurde in der russischen Botschaft vor wenigen Tagen dir überreicht. Ich meine das jetzt nicht ironisch.
Kann da noch was Größeres kommen? Ich denke nichts Größeres. Aber die Anerkennung, die mit diesem Orden, den der russische Präsident mir verliehen hat, sind ja eine Fülle von Fragen auch selbst enthalten, die nun mal zum Leben gehören. Ich habe mir den Orden noch mal genauer angeschaut. Auf seiner Rückseite stehen zwei Worte. Mir i Druzhba, also Frieden und Freundschaft. Und ich lege Wert eben auch auf das erste Wort, Frieden und Freundschaft. Und deshalb habe ich ihn auch gern entgegengenommen, weil ich mich genau für den Frieden zwischen der Sowjetunion und Deutschland einsetze und eingesetzt habe. Und für die Freundschaft ist das so eine Sache. Freundschaft der Völker hat immer auch Freundschaft von Menschen in sich. Und wie viel Freundschaft in der alten Bundesrepublik zu den russischen Menschen und in dem Teil, der einmal DDR war, vorhanden ist, das müssen Menschen mit sich selber ausmachen. Aber was wir auf jeden Fall spüren, das Gefühl der Freundschaft, eine angeblich verordnete Freundschaft mit der Sowjetunion, hat aber tiefe Wurzeln behalten, lebt und erfüllt uns. Und manchmal habe ich aber auch das Gefühl, das will ich genauso offen sagen, dass ich mit der Geschichte Russlands, mit der Geschichte der Sowjetunion ein viel tieferes Herz und viel mehr Seele verbinde als manchen, den ich von den Russen auch in den Debatten erlebe. Denn Russland hat in sich auch Rechts- und Linksentwicklungen. Aber die Politik, die Russland heute betreibt, ist eben dem Orden gemäß, wir wollen Frieden und wir wollen Freundschaft. Und deshalb habe ich den Orden auch gerne und mit Freude entgegengenommen und empfinde das als Herausforderung, auch in dem Alltag meines alten Lebens mich dafür weiter einzusetzen.